Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und willkommen im Jahr 2023. Ist der 2.1. 6.10 Uhr. Natürlich auch willkommen zu dieser neuen Folge. Heute Morgen fahre ich 2-3 Bagger rüber in die Werkstatt. Bin jetzt im neuen Jahr. Oh, die Luft ist leer. Alles leer. Starten wir mal die Mühle. Springt an. Ohne Murren. Ohne zu murren läuft die Mühle an hier. Brutal, oder? Mensch, muss euch wieder wegstellen. Augenblick. Augenblick. Stehen, ja? So. Mal gucken, wo ich meine Fahrerkarte versteckelt habe. Weil die Weil. Diesel ist ziemlich leer, AdBlue ist ganz leer, Fahrerkarte. Fahrerkarte. Kennt wahrscheinlich jeder oder halt viele. Die kommt mit dem Bild nach unten. Ich müsste das Ganze auch filmen, ne? Schieb mal rein. Schmidt. Nachtrag, ja. Pause. Beginnland Deutschland. Eingabe bestätigen. Jawohl. So, das ist das, was ich morgens einstelle. Dann stelle ich auf Pause. Und dann gehe ich meine Abfahrtskontrolle machen. Ist jetzt heute nicht so wichtig. Ich fahre heute nur. Wobei, ich fahre auch einmal raus. Aber ich laufe jetzt trotzdem mal um die Karre. Einfach um zu gucken. Vielleicht ist ein Reifenblatt oder irgendwas halt. Bis gleich. Oh, sieht alles gut aus. Außen herum. Vorratsdruck ist immer noch zu niedrig. Aber ich fahre jetzt erstmal rüber in den Hof, gehe ein paar Tropfen AdBlue tanken. Das ist mir zu großes Risiko. Diesel, ja, tanke ich vielleicht auch ein bisschen. Ne? Die Mühle, meine Sitzecke und so Kram, das habt ihr alles schon gesehen. Ja, nichts Weltbewegendes. Sieht so aus, als könnte ich losrollen. Gang ist drin. Gang ist nicht drin. Herrlich. Ja, da fehlt noch ein bisschen Luft. Aber das kommt ziemlich oft morgens. Ja, ich denke, die wird bald kommen. Ich gehe mal aus davon. Geht noch nicht. Was ich noch mache morgens hier, sind meine Fahrparameter. Von diesem Predictive Powertrain Control, wie das heißt, hier steht dann, hier unten steht dann PPC, wenn der Tempomat an ist. Aber das hier, dass hier zum Beispiel Senken, Schwungspitze ist, wie weit er quasi drüber rollt. Also wenn ich jetzt seit 85 eingestellt habe und dann geht er so lang in den Eco-Roll, bis ich diese eingestellte Geschwindigkeit erreicht habe wieder. Untere Geschwindigkeitstoleranz heißt, er geht, heißt dann, ey,
wann er dann wieder das Gas annimmt. Jetzt wieder zum Beispiel, ich habe 85 eingestellt, ich habe diese untere Geschwindigkeitstoleranz eingestellt auf 82, sagen wir mal so, und dann, wenn das Fahrzeug dann wieder rollt oder berghoch rollt und hat 82 km/h erreicht, gibt es dann wieder Gas. Kurvengeschwindigkeit, volle Möhre. Und das hier ist Ausrollen zum Streckenereignis. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf ein Kreuz, wenn ich den Tempomat drin habe und roll auf eine Kreuzung oder auf einen Kreisel zu, und dann nimmt das Fahrzeug selbstständig das Gas weg, ja, bis zu dem Kreisel hin, also ich muss nicht bremsen. Sofern keiner kommt. Ja, also das macht es dann alles alleine. Funzt immer noch nicht. Schauen wir mal. Die vorbei, Alter. Okay. Okay.
beste Baguette des Jahres. Mal gucken, ob jetzt wieder Mucke macht hier. Blue Reserve, ja. Waschwasserstand, ja, mache ich jetzt alles gleich. Nö, geht anscheinend. Weiß nicht, was das ist. Das hatte er, wie wir der 94 geladen hatten, musste ich auch noch eine, ja, gute 25 Minuten musste ich die Mühle laufen lassen, bis er dann halt wollte. Weiß nicht, was das ist, warum das so ist. Keine Ahnung. Ah, ich hätte mir gerne das Licht anmachen hinten, ne? Wäre wesentlich einfacher geworden. Naja. Finden das Loch auch so, hoffe ich. Ne, ich stehe schief vorne dran. Ich muss nochmal vorziehen. Es ist Wahnsinn, es ist der 2.1.2023. Kann man das erkennen? 14 Grad. 14 Grad haben wir es. Brutal. So, jetzt sieht es aus, als würde ich treffen. So, Niveauregelung. Dann heben wir den Hinterteil hoch. Den Hinterteil. Den Bobbes. Ich habe immer noch einen Gang drin. Jetzt ist er reingerutscht. Jetzt mache ich den Gang raus. Hydraulik an. Bremse auf. Und jetzt hänge ich zusammen. Ich hoffe, dass der Ton geht. So, hier ist die Maschine. Ob ihr mir es glaubt oder nicht, ich bin die Batsche nass geschwitzt. Ist brutal. Sowas von brutal. Durst habe ich, Durst. So. Wie gesagt, die Bagger ist nicht fest, keine Matten drunter, nichts. All die Weile geht ja nur rüber in den Hof. Hobel hier mit dem Weg stehen muss links, nicht der Hobel hier. Hier stehen die beiden neuen Mercedes Zugmaschinen. Noch nackt quasi. Da ist noch kein Tankaufbauhof, nichts. Wobei ich glaube, die haben die Tanks jetzt nicht mehr hinten drauf, sondern haben die neben an der Seite. So, wie ihr seht, ich habe mittlerweile zwei. Es kann nur besser werden. So. Der Gäste. Ich habe einen Blickanlage, lassen wir aus. Jetzt gehe ich erst ein paar Tropfen tanken, wobei, das mache ich dann bei mir. Mache ich
mache ich bei der nächsten Runde. Die Jungs von der E-Pad stehen hier und warten auf Arbeit. Jetzt hole ich schnell den neuen 34 rüber. Und dann gehe ich ein paar Tropfen tanken.
Sorry, mittlerweile hatte ich schon den 926 rüber gefahren. Habe auch jetzt den Rampe-Tieflader dran hängen. Der hatte auch SP. Jetzt lade ich hier dieses Laderäubchen. Aber wie gesagt, da ist irgendwas mit dem Fahrwerk nicht so ganz frisch. Schauen wir mal. Stellen wir uns mal dahin. Dann gucken wir mal. Hol jetzt noch den 39, einen 39, den neueren von den beiden. Mal gucken, hier vor so viel Bagger. Keine Ahnung, wo das Ding hier steht. Blöde Aussage, ich weiß, welcher Bagger hat mir keinen Löffel dran. Genau der. Ja, das ist der. Mit Verstellausleger, jawohl. Den lade ich jetzt noch schnell, fahr den rüber. Ich denke, dann war es das heute für mich. Thank you.
So, getankt hatte, Tageskilometer zurückstellen, Tageskilometerzähler zurückstellen, so, ja, war der erste Tag, wenig ereignisreich, und ein paar Maschinen quasi vom Ausstellungshof in den Reparierhof. Morgen früh, habe ich auch schon 100 Mal gesagt, fahre ich zuerst in die Werkstatt. Ich hoffe, dass da nichts Größeres ist. Kann eigentlich nichts Größeres sein. Mit irgendeinem Ventil, irgendeinem Sensor, irgendwas, denke ich, wird ausgefallen sein. Das habe ich dann am nächsten Morgen gemacht. Ende vom Lied war, hier auf dem Bild sieht man die Getriebegabel. Und das kleine runde Teil da vorne war daran defekt. Mein Fahrzeug war den Rest der Woche in der Werkstatt. Ich kam erst Freitagmittag wieder. Jo, ich habe da natürlich keinerlei Möglichkeit gehabt, irgendwas aufzunehmen. Ich war dann auch der Rest der Woche zu Hause. Aber es kann jetzt nur aufwärts gehen. Machen wir mal. Auf jeden Fall fahre ich da hin und lasse das mal prüfen, lasse das mal checken. Ja, und dann weiß ich nicht, ob ich morgen überhaupt was zu filmen habe. Werden wir sehen. Auf jeden Fall